Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Warhammer 40.000 Space Marine. Da bin ich wieder, da sind wir wieder mit Captain Titus auf dem Weg zum Titan Invictus. Und wir fahren... Oh, es dreht sich sogar wieder. Ich habe ein Ziel für Sie. Der Orbitalturm. Der Turm. Aber Captain, er ist der Meisterwerk des Maschinengottes. Er liefert Energie für das Warportal darüber. Der Turm muss fallen, wenn die Invasion enden soll. Ich verstehe. So, ja, den Turm, den wir abgeschossen haben mit dieser Waffe, mit der wir reingelegt wurden quasi. Und jetzt müssen wir den Titan erreichen und auf dem Titan aufsteigen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, wie wir selbst mit dem Titan interagieren. Es ist ein mächtiges Gerät, ey, leckes Arsch. So, einfach springen, bestimmt. Gehen Sie die Energiequelle. Über die Armaturen zur Steuerbordseite, Captain. Ich öffne eine Wartungsapsis für das Vulkangeschütz. Protokolle ausgesetzt. Zugriff autorisiert. Die Apsis ist unter Ihnen, Captain. Okay, sehr gut. Wir müssen jetzt natürlich... Ah. Psionika. Ah, wir sollen die ja gar nicht abschießen. Wir sollen rein. Ah, nur wo kommen wir rein, ist die Frage. Oder müssen wir die doch abschießen? Wir müssen runter, um die Energiequelle abzugeben. Aber... Irgendwie sieht das im Moment nicht so aus, als ob wir hier irgendwo rein könnten. Deswegen versuchen wir uns jetzt einfach mal zu wehren. Oh, das ist extrem schwer zu zielen gerade. Das dazu. Ah. Und das Ding wieder. Und wir haben keine Rüstung mehr. Mal sehen, ob wir das überhaupt schaffen. Aber ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Springen Sie zu den Gängen beim Vulkangeschütz, Captain. Sehr gut. Jetzt können wir hier lang. Wir haben auch kaum noch Munition für unser Bolter. Zielen Sie auf den Orbitalturm. Ziel erfasst. Schuss jetzt. Wow. Kommissar, bewahre uns. Sehr, sehr gut. Da zerbricht er. Alle Systeme werden abgeschaltet. Hammer des Imperiums. Sehr schön. Alle Systeme überlastet. Hat's geklappt? Invictus war bewundernswert, Enoch. Das Warportal schließt. Maschinen, Gott sei Dank. Alle Systeme werden abgeschaltet. Kapitel 14. Sieg und Opfer. So, Freunde, was gibt es Neues? Nichts? Okay. Dann gehen wir weiter. Wir haben aus dem letzten Bereich, wenn ich das mal so sagen darf, alle Audiologs gefunden. Und der Titan Invictus, das ist eine Maschine, eine Waffe, eine Gewalt, die seinesgleichen sucht, wenn wir das mal so sagen dürfen. Das habe ich mir zwar ein bisschen spektakulärer vorgestellt, jetzt auf dem Ding rumzulaufen, aber es war schon cool. Also es ist nicht so, dass sie enttäuscht wären. Es ist geschafft, Titus. Aber Nemaroth und sein Dämonenheer sind immer noch frei. Aber er ist auf dieser Welt gefangen. Und umso dringender braucht er die Energiequelle. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Gute Neuigkeiten dazu. Leutnant Mira sagt, die Befreiungsflotte ist jetzt im System. Die Inquisition wird sicher Boten mitgeschickt haben, Captain. Vielleicht können wir ihnen das Gerät geben.
Die Inquisition ist bereits daran gescheitert, seine Ausbeutung durch das Chaos zu verhindern. Nie wieder darf jemand das Gerät benutzen, Leandros. Nie wieder. Leutnant Mira soll eine Walküre schicken, die uns abholt. Ja, Captain. Ich nehme an, mit dem Bolter auf die Energiequelle zu schießen. Hilft nicht? Zu riskant. Wir könnten ein weiteres Warp-Portal öffnen. Auf McCrack werde ich es dem Ordensmeister und seinen Skriptoren anvertrauen. Und bis dahin? Mein bester Bruder wird sie zum Angriffskreuzer bringen und einschließen. Bringen Sie dieses Ding in Sicherheit, Sergeant. So schnell ich kann. Und was machen Sie, während ich diesen kleinen Botengang erledige? Es gibt noch immer Tausende von Verrätern und Ketzern auf dieser Welt. Ich habe vor, Ihre Reihen auszudünnen. Leutnant Miras Walküre ist unterwegs, Captain. Bestens. Wir gehen zum Landeplatz und warten auf den Chaos-General. Oh, ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl dabei, dass er die Energiequelle trägt. Nicht, weil ich ihm nicht vertraue, ich vertraue ihm total, aber ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und ich habe eine Ahnung, was mit ihm passieren wird. Werden wir mal sehen. Erstmal gilt es noch einen Haufen Chaos zu vernichten. Das Positive dürfte sein, die Orks haben sich ja komplett zurückgezogen, weil ja der Warboss gestürzt ist. Dort! Holen Sie das Warp-Gerät! Sidonos, los zum Landeplatz! Ja, Captain. Alles Gute auf deiner Reise, mein Freund. Weg hier! Granaten habe ich auch! Viele denn noch? Oh. Schön. Direkt mal die reinste Belagerung hier. Und direkt die Granaten. Ich würde ja gerne den Wildheitsmodus einschalten. Problem ist nur. Na. Ah, das Problem ist einfach. Wildheit-Modus bringt uns in eine Ferne mit dem Scharfschützen-Modus vielleicht ein bisschen was, aber ich weiß nicht so genau. Wir werden mal sehen, es sind ja da oben noch einige Sachen. Jetzt kommen wieder die Cutscene. Dort! Holen Sie das Warp-Gerät! Sidonos, los zum Landeplatz! Ja, Captain. Gut, dann warten wir, bis sie da mal vorbeilaufen. Oh, wir konzentrieren uns auf einen. Kriegen den noch nicht mal tot. Das Blut der Märtyrer ist die Saat des Imperiums. Das ist krank. Vielleicht können wir die Treppe da unten runterlaufen, um da unten ein bisschen Deckung zu suchen, weil da... Oh, seht ihr ja. Wir haben da kaum was zu sagen. Sie das Warp-Gerät! Sidonos, los zum Landeplatz! Ja, Captain. Nun gut. Mal sehen, ob wir dort unten was an Deckung erreichen können. Aua! Ah, ich glaube eher weniger. Dann gehen wir mal hier hin. Und versuchen das mal so. Aber ich sehe schon direkt. Das ist einfach krass, was sie aushalten und wie viel wir hier einstecken müssen. Und nur das Blut der Märtyrer, wow, ist die Saat des Imperiums. Das Problem ist nur, dieser Beschuss würde vielleicht noch gehen, aber da die ständig Granaten werfen, können wir nicht in Deckung bleiben. Und dadurch haben wir ein sehr, sehr Problem, sag ich mal. Ein sehr, sehr großes Problem. Wir wissen, ich weiß im Moment nicht so genau, wie ich diese Situation jetzt lösen soll. Elegant. Aber wir werden es schaffen. Kommen wir. Dort! Holen Sie das Wort! Okay. Überspringen funktioniert. Ich hoffe nach dem dritten Mal.
ist es mir auch erlaubt, das zu tun. Und das Problem ist, die halten echt viel aus. Wir zwar auch, klar. So, einer ist tot und wir auch halb wieder. Wir können hier weglaufen, wir können hier springen, wie wir wollen. Yeah. Leben ist die Währung des Imperators. Gehen Sie sorgsam damit um. Na, toll. Ich habe mich dann drauf gefreut auf so eine Stelle. Ein massiver Beschuss, nichts zu machen. Dort! Dort. So. Keine Ahnung, da läuft keiner vorbei. Wo waren das denn? Ja. So, wenn wir uns hier verstecken wollen, um unsere Rüstung aufzubauen, kommt erstmal eine Granate. Zwei Granaten hinter uns. Knapp überlebt. Fahren auf unser Schild, dann gehen wir wieder zurück, kriegen sie wieder eine Granate. Mal sehen, ob das was bringt so. Problem ist, der Melter hilft uns in dieser Situation auch nicht so viel weiter. Vielleicht können wir hier ein bisschen wieder durch die Deckung schießen. Ah, verdammt, ey. Für den es sich zu sterben lohnt. Das haben wir fast geschafft diesmal, aber also das ist jetzt nicht so die schlechteste Taktik, da stehen zu bleiben und immer wieder aus der Deckung zu feuern und mit Granaten. Das hat fast funktioniert. So, so, so. Kennen wir schon? Genau. Nachladen und ihm den Rest geben. Nur, wir brauchen fast zwei Magazine, um einen von denen platt zu machen. Aber das sind... schon weniger, oder meine ich das nur? Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Schild, 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 Schild. Wir haben nur noch eine Granate. Aber das... da, ich wollte gerade sagen, das sieht ganz gut aus. Und jetzt sowas. Und wenn man die dann töten könnte, muss man nachladen. So. Du noch. Wie viele Kopfschüsse die auch einfach aushalten. Klar, der nächste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, für diese Waffe, die funktioniert sehr gut. Aber... so viel Munition haben wir nicht mehr für diese Waffe. Da ist die Muni leer. Ach, jetzt stehen die auf einmal hinter uns. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Tür öffnen, ja. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jedenfalls den ersten Abschnitt. Aber den haben wir bestanden. Wir sind durch. Wir sind nicht gestorben. Viel, viel Munition haben wir rausgehauen. Aber wir haben viel Leben, wir haben Rüstung, wir haben es eigentlich relativ elegant geschafft. Und der Landeplatz bietet nicht viel Deckung. Ja, das hatte ich mir schon befürchtet. Was ich sehr, sehr begrüßen würde,
wäre eine nette kleine... Nein! Und genau... Oh nein. Sidonus! Nein. Oh nein. Sidonus! Endlich! Nein! So eine hübsche Spielerei. Und es steckt eine immense Macht darin. Dieses Gerät ist ein Geschenk der Chaosgötter. Es enthält den Schlüssel zu meiner Evolution. Mein Aufstieg zum unsterblichen Dämonendasein. Meine Armeen werden das Blut der Menschheit über die Sterne vergießen. Du widerstehst weiterhin meiner Berührung. Nur eine tiefe Verbindung zum Warp kann dies erklären. Wirst du dich uns bald anschließen, Bruder? Oh Mann.